Der Baum wirft einen Schatten von 12 Meter. Gleichzeitig wirft der 1,60 Meter große Mann einen Schatten von 2 Meter. Frage: Wie hoch ist der Baum? Hier die Angaben. Die Schattenlänge des Baumes beträgt 12 Meter und die Schattenlänge dieses Herrn, der 1,60 Meter groß ist, beträgt 2 Meter. Gefragt wird die Höhe des Baumes. Wir nennen diese Höhe x und drücken sie in Meter aus. Hier können wir den Satz des Thales oder auch den Strahlensatz anwenden. Das große Dreieck ist dieses da und das kleine Dreieck ist dieses. Wir sind hier in den Hypothesen vom Satz des Thales, also können wir zum Beispiel anwenden groß geteilt durch klein gleich groß geteilt durch klein. Also groß x geteilt durch klein 1,6 gleich groß 12 geteilt durch klein 2. Aus dieser Gleichung schließen wir, dass x gleich 12 mal 1,6 geteilt durch 2 sein muss, also beträgt x 9,6. Endantwort auf die gestellte Frage: Der Baum ist 9,6 Meter hoch.